Meine Damen und Herren, hier ist noch einmal die Heute-Redaktion mit letzten Nachrichten. In Bad Nauheim dauern die Tarifverhandlungen für die Metallindustrie Hessens an. Die Tarifparteien kamen in den späten Abendstunden zu einem vierten Treffen zusammen. Ein Kompromiss wird in dieser Nacht nicht ausgeschlossen, gilt aber als wenig wahrscheinlich. Die IG Metall hat für den hessischen Tarifbezirk 6% mehr Lohn und 6 Wochen Urlaub für alle gefordert. Das Angebot der Arbeitgeber liegt bei 3% und stufenweise Verlängerung des Urlaubs auf 30 Tage. Gegen die 35-Stunden-Woche zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat sich der CDU-Vorsitzende Kohl ausgesprochen. Dies bringe keine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation, sagte Kohl auf einer Parteiveranstaltung in Duisburg. Zu den Personalquerelen in seiner Partei meinte er, aus den Erfahrungen müsse man lernen, künftig ein besseres Beispiel zu geben. Der Weltsicherheitsrat hat am Abend das Mandat der im Süden Libanons stationierten UNO-Truppen um 5 Monate verlängert. Gleichzeitig wurden die jüngsten israelischen Übergriffe auf libanesisches Gebiet verurteilt. Auch die Regierung in Washington kritisierte den Vergeltungsschlag israelischer Truppen gegen palästinensische Guerillastützpunkte. Zwischen dem in Frankreich lebenden Führer der religiösen Opposition Irans, Khomeini, und der Regierung unter Ministerpräsident Bachtiar sollen Kontakte aufgenommen worden sein. Das verlautete in Teheran und in Washington. Bisher hatte Khomeini die Regierung Bachtiars stets abgelehnt. Morgen wird Präsident Carters persönlicher Berater Clark in Paris möglicherweise auch mit Khomeini zusammenkommen. Die Wetteraussichten? Im Norden und Westen stärker bewölkt und geringer Niederschlag. Sonst heiter oder wolkenlos. Temperaturen um minus 4 Grad Celsius, im Westen nahe 0 Grad. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.